Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, auf rpgheaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit Horizon Forbidden West, dem Sequel zu Horizon Zero Dawn. Knappe 5 Jahre nach dem Release des Originals ist es ab sofort für alle erhältlich und ich habe es in den anderen Videos in den letzten Tagen und Wochen ausgeführt. Der Monat Februar 2022 ist rappel voll mit Sachen. Über Powerslaved habe ich schon ein bisschen was gemacht, über Dying Light kommt doch zwar was, wo ich es gerade durchgespielt habe. Cyberpunk, das PS5-Update haben wir uns angeguckt und Horizon. Oh Mann. Also das wird zumindest für so ziemlich eine Woche, vielleicht ein paar Tage weniger, je nachdem wann die Reviews für den nächstgrößeren Titel nochmal droppen. Aber das Thema sein auf jeden Fall, weil ich meine, wenn ein großes Sony-Franchise released, und Horizon hat sich mit dem ersten Teil dazu gemausert, muss man sagen, dann wird natürlich das ganze Augenmerk darauf liegen. Wir spielen es auf der PlayStation 5. Und besonders spannend für mich ist die Frage jetzt. Es ist leider alles für Leute, die dann gerne die neuen Sachen spieletechnisch erleben wollen, wo man sich entscheiden kann, wo man seine Zeit investiert, ein bisschen knapp gelegt. Aber können wir als potenzielle Kunden ja nichts dafür. Da müssen sich vielleicht die Spielehersteller besser dann absprechen. Aber ich glaube nicht, dass ein Namco Bandai dann sagt, hey, wir verschieben Elden Ring, damit die Leute in Ruhe Horizon fertig spielen können. Denn ja, Horizon Zero Dawn war vor 5 Jahren da, 5 Jahre später jetzt Horizon Forbidden West. Ich habe schon mal ein bisschen reingespielt, damit wir die Tutorial-Phase durchhaben. Aber für mich geht es primär darum, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Allerdings, ich komme auch gerade aus einem Open-World-Spiel mit Dying Light 2 und Elden Ring. Ich warte ja auch schon seit vielen Jahren auf einen guten Souls-like, originären Souls-like-Titel von From Software. Und ich befürchte fast, entweder, ich stehe vor der Entscheidung, entweder spiele ich Horizon nur kurz an und lasse es liegen, bis Elden Ring durch ist, weil das wird wahrscheinlich meine Präferenz sein als richtiger Rollenspiel-Fan. Wobei Horizon natürlich auch Rollenspielelemente hat, aber es ist mehr großes Open-World-Action-Adventure und Elden Ring wird in Open-World-RPG-Richtung dann gehen, was so ein bisschen mehr mein Metier ist. Oder mache ich jetzt Hardcore jede freie Minute da reinballern und durchknallen, bis Horizon Forbidden West quasi abgeschlossen ist, damit ich in einer Woche mich frei Elden Ring widmen kann. Und diese Frage, die wollen wir so ein bisschen beantworten. Wir schauen rein, wie gesagt, in die PlayStation 5-Version. Das Tutorial habe ich schon zu einem guten Teil durchgemacht. Wenn ihr nicht vertraut seid mit Horizon Zero Dawn. Storymäßig, ich werde versuchen, wir werden zwar jetzt hier auch gleich ein paar Cutscenes sehen, aber ich werde versuchen, jetzt nicht direkt storytechnisch auf alles einzugehen, was im ersten Teil passiert. Wobei, wenn man das spielt, dann wird auch der erste Teil gerecapt. Der ist ja sehr, sehr storylastig. Das Grundkonzept, sagen wir es mal so, ist eine Endzeitwelt, in der es mechanische Dinosaurier gibt und man hier Aloy spielt als Protagonistin, die versucht, in dieser Welt hinter ihre Geheimnisse zu kommen. Wir sind gerade hier im zweiten Teil. Wie gesagt, ich versuche jetzt nicht auf alle Geschichtseigenheiten einzugehen. Vielleicht wollen ein paar Leute das noch selbst erleben. Und wenn das nicht gerade die Cutscenes gleich alles spoilen, werde ich zumindest nicht das Augenmerk drauf legen. Aber es war auch eine spannende Story, die im ersten Teil erzählt wurde. Wir suchen gerade nach einem Backup von Gaia, einer Software, einem Programm, was sozusagen die Geschichte oder die Geschicke der Welt hier lenkt und man in der Urversion das nicht mehr finden kann. So direkt und sind gerade mit unserem Kollegen Wahl hier in einer überwucherten Technologiefirma-Anlage unterwegs, um zu hoffen, dass wir ein Backup dieses Gaia-Programms finden. Reden wir mit Wahl. Danke, Wahl. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Ja, ihr hört es übrigens, ich habe auf Deutsch angestellt. Natürlich könnt ihr auch andere Sprachen da wählen, aber wir wollen uns das hier mal angucken. Und ich spiele gerade im Performance-Modus. Wir werden auf die Grafik eingehen, wenn wir ein bisschen mal freier sind. Hier sind wir noch gerade dabei, so die Eigenheiten der Steuerung und der speziellen Zusatzwaffen zu machen. Es ist auch schon 5 Jahre her, deshalb habe ich nicht alles komplett intus. Sprengschleudern, vorher Bomben mit großer Flächenwirkung. Ich weiß, dass ich die Sprengschleuder sehr gern benutzt habe. Jetzt mal gucken, dass wir die gleich mal equippen. Wahrscheinlich, oder ich habe sie gerade bekommen, ne? Ich glaube, ich konnte das mit Steuerkreuz nach unten gedrückt. Dann kann ich hier ins Crafting-Menü gehen und gucken, Sprengfallen kann ich craften, Steine kann ich craften, obwohl, eigentlich nicht. Wobei,
Ich müsste Items haben, um Steine zu herzustellen vielleicht, ne? Egal. Sprengfalle, Stein, kleiner Gesundheitstrank, okay. Und ich habe das Waffenwheel, was ich mit Dreieck... Nein, mit... Also ja, mit L1 ist das Waffenwheel 4. Da haben wir die Sprengschleuder, die mit Frosteigenheiten hier ist. Und ich kann ein Paket Frostbomben herstellen, craften. Ah, aber ich habe nicht genug Items, um das zu machen. Okay, aber da habe ich die Frostbomben mal ausgewählt. Mal sehen, ob wir sie gebrauchen können. Horizon vom Gameplay, wenn ihr mit der Serie gar nicht vertraut seid. Ich würde sagen, am ehesten ist das so ein typischer Ubisoft Open World Mix, aber mit einer guten Prise Tomb Raider mit dabei. Ihr seht hier diese Kletteranlagen, oder will man heute eher Uncharted sagen? Wahrscheinlich, ne? Weil Uncharted ja auch die, ja so ein bisschen Tomb Raider die Butter vom Brot gestohlen hat. Was so diese Action-Adventure mit Kletteranlagen und Action und so weiter angeht. Aber dieses typische gemischte Gameplay von wegen Kletteranlagen, Kämpfen, Stealth, aber Open World erkunden und... Da, das muss die Maschine sein. Vor allem diese Grafik genießen, holy shit. Unterwegs wie wir. Toll. Das ist schon einiges, ne? Ich habe den ersten Teil damals übrigens... Das ist vielleicht auch nochmal... Ja, okay, vielleicht ist nicht die beste Stelle, um da mal auf die Grafik konkret einzugehen, aber ich wollte einmal kurz einen Blick von vorne für Aloy hier geben, damit man sie auch mal so direkt sehen kann. Aber wir werden noch gute Stellen finden, wo wir uns mit der Grafik auseinandersetzen können. So. Aber ich habe das Original noch auf der ganz alten, normalen Standard-PS4 gespielt und da ist das natürlich jetzt auf der PS5 ein ganz anderer Schnack. Hier bin ich gerade dabei, meine Frostbomben auszuprobieren. Okay, das war falsch. Ich will wieder rauf, ich will lieber... So, also L1, wahrscheinlich meint er mir, um die Frostbomben auszuwählen. So, die Frostbomben... Ich glaube... Ah, zielen, direkt zielen mit L. Aber... Ah, okay, die haben nicht so viel Abstand. Deshalb würde ich mal hier kurz runtergehen. Mich hinknien. Mal gucken, ob ich den hier... Frostschaden. Oh, und ich konnte ich einen Stealth-Kill machen? Ja, konnte ich tatsächlich. Also ich glaube, der Frostschaden hat den Gegner noch abgelenkt. Ja, man kann hier... Gegner, das ist natürlich jetzt hier zum Testen gewesen, dass der nicht allzu groß patrouilliert hat, wahrscheinlich mit dem hier durch... Man hat so einen Scan-Visor, mit dem man hier Gegner analysieren kann und man kann sich deren Eigenschaften und Laufwege angucken lassen, weil das sind alles mechanische Kreaturen, die, finde ich, da ist es auch cleverer verzahnt in der Welt, dass man sich tatsächlich einen Laufweg von der Maschine angucken kann und kann das vorab quasi analysieren, um zu schauen, habe ich irgendwie einen Zugang, um Stealth-Kill zu machen beispielsweise, oder muss ich mich auf einen Kampf mit Action-Parts hier einlassen. Oh, jetzt haue ich dem komplett die Sachen hier runter. Aber ich versuche natürlich als alter Stealth-Fan auch gerne ganz gut zu stealthen dabei. Und ja, ey, das ist wirklich so ein Dilemma. Es ist auch ein Luxusproblem. Ne? Es ist besser, als wenn man gar keine Spiele hat, die man zocken möchte. Und jetzt stapeln sich die Blockbuster gefühlt. Ein Ort, an dem ich zuletzt war. Und da kam noch Cyberpunk dazu in der abgedateten Fassung, was jetzt auch nochmal attraktiv tatsächlich geworden ist. Und ich überlege so ein bisschen, weil ich kann es mir eigentlich nicht leisten, zeittechnisch. Hey, jetzt wirklich auch Cyberpunk anzufangen. Aber Horizon war etwas, da habe ich das Glück gehabt beim ersten Teil, wo ich es auf der Standard-PS4 gezockt habe, da konnte ich im Vorfeld, obwohl das Release-technisch sehr nah am ersten Breath of the Wild dran gewesen ist von Nintendo, was natürlich dann auch absolut Vorrang als Zelda-Fan für einen hat. Ich hatte aber genug Zeit, dann aus Review-Gründen damals das Spiel in Ruhe zu zocken und auch durchzuspielen und mich danach Breath of the Wild zu widmen. Das werde ich jetzt hier mit Forbidden West leider nicht haben. Ich habe schon ordentlich Bock, muss ich sagen. Aber werde ich dem Spiel auch gerecht, wenn ich jetzt anfange, es durchzuknüppeln? Na? Also vor allem nicht nur dem Spiel gerecht, sondern dem Spielspaß, den ich haben kann mit dem Game. Weil es ist etwas, was natürlich als so Open-World-Game atmen muss. Das habe ich mit Dying Light 2 jetzt auch so gemacht. Komm ich hier rauf? So. Mit Dying Light 2 habe ich das auch gemacht. Ah ja, so kann man direkt auf, genau. Das kurz vor Release dann gekriegt, aber auch gesagt, hey, möchte ich da direkt zum Launch ein Video produzieren von dem Spiel, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe, oder möchte ich da in Ruhe mal das Ding atmen lassen und spielen? Und das Erlebnis habe ich mit Dying Light 2 jetzt gemacht.
Und gegebenenfalls hier bei Horizon lohnt es sich auf jeden Fall, dass wir einmal gemeinsam reinschauen, um mal auch ein bisschen Hilfe zu haben, ob es sich jetzt wirklich lohnt oder nicht, was man genau damit machen wollen würde. Aber wenn ich dann ein weiterführendes Video produziere, wird es wahrscheinlich auch eh sein, nicht, dass ich dann auf Schlaf verzichte für eine Woche, um das zu machen, sondern in Ruhe zocken und dann mit Elden Ring weitermachen. Mal gucken. Also lass uns erstmal hier ein bisschen spielen und reinschauen, ein paar Eindrücke von dem Spiel hier sammeln. Ihr habt schon gesehen, ein bisschen so die Traversal-Sachen. Aloy hat relativ früh hier gleich eine Art Enterhaken, den sie auswerfen kann. Ich bin nicht sicher, wie, wo, wann der auch im ersten Teil zum Einsatz kam oder so ähnlich war, aber ich kann mich an bestimmte Stellen direkt hinwuchten oder Türen, verschüttete Türen da auseinanderbrechen. Natürlich, ihr seht auch sehr, sehr viel Walk and Talk. Ups. Gehen wir mal hier runter. Was hier versteckt sind. Da sehen wir übrigens welche von den Gegnern, die ich hier so analysieren kann. Ich werde von dem erstmal mir auch die Spur markieren und das Ziel markieren. So, da sehen wir die Laufwege. Wenn ich in diesem hohen Gas bin, bin ich versteckt. Man kann das eigentlich auch ganz gut durch ein Augen-Icon erkennen. Wobei, jetzt ist der ein bisschen... Ja, der Gegner ist ein bisschen aufgescheucht, habe ich das Gefühl. Lass mich mal hier gucken, ob ich den so erwische. Schöner Schlag, alles klar, hab ihn. Aber bevor ich mir hier die Items hole, ich gehe hier direkt rüber. Normalerweise wurde es auch repräsentiert durch so ein verschlossenes Auge, wenn ich mich recht entsinne. Was die hier anging, dass sie einen hier im hohen Gras nicht sehen können. Markieren wir die Spuren. Ich könnte es... Okay, sein Laufweg ist da drüben. Der ist aber hier überhaupt nicht in der Nähe von Gras, von hohem Gras. Wobei, ist da hinten was? Nee, da guckt er so lang. Mal gucken, ob ich vielleicht einen Stein werfen kann. Oh, shit. Nee, jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich nicht den Stein gehabt, sondern ich habe aus Versehen meinen Health Potion genommen. Das hätte ich natürlich nicht gebraucht. So, jetzt aber ich will den Stein... Es würde, glaube ich, hier raus. Es wird knifflig. Ich glaube, ich lasse es mit dem Stein. Sondern wenn der Gegner... Weil natürlich kann ich auch hinlaufen und den jetzt im Kampf hier so bekämpfen. Aber ich würde eher den Laufweg abpassen wollen. Ja, Taylor, willst du da nicht raufklettern? Ich bin jetzt hier vorsichtig. Ja, okay, da gehst du... Och, Kollege. Das ist nicht cool, was du da machst. Stimmt, Schlag. Zack. Gerade das Spiel ist angefangen und schon 10 Maschinen durch den Tank gekillt. Aber es ist auch meine bevorzugte Weise, tatsächlich. Also auch wenn das Kämpfen hier ganz... Oh, da ist ja noch eine. Shit. Ganz übersehen. Okay, warte mal. So. Hinten ist ein I-Frames ist schwierig. Das ist natürlich was anderes hier. Und ihr seht, das ist gleich ein ganz anderer Schnack. Uff! Und das hat mich schon ordentlich Energie gekostet. Kann ich vielleicht... Oh, ich habe die Frostbombe noch. Wo ist sie? So. Okay, mit der Frostbombe hat es gereicht. So funktioniert es natürlich auch. Aber das würde ich natürlich gerne auch noch mal ein bisschen mehr üben wollen. Und immer looten, die Beute. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber ich bin eben so ein Stealth-Gamer. Frostbomben aufgeben. Oh, da gibt es fertige Frostbomben. Sehr cool. Ich würde lieber meinen Bogen machen. Und gut, ich habe genug Items zum Craften von neuen Pfeilen. Shit, ich habe nicht ganz genau geguckt. Dann, ne? Da war noch einer über. Guck mal, meine halbe Energie ist weg, ey. Okay. Gesundheitstrank. Ich hatte doch... Achso, hier oben. Genau, ich kann mich auch mit Beeren heilen. Das sind dann Crafting-Items, aber man hat auch einen Gesundheitstrank, das seht ihr unten links. Der dann Instant-Heilung und schneller dann verursacht. Wenn wir auf Treppen oder Leitern stoßen, zu denen wir nicht hinkommen, benutzen wir einfach unseren Bogen. Was ich hier wieder merke, es ist, also was Guerilla Games, die ja vor Horizon hauptsächlich für die Ego-Shooter aus der Killzone-Serie verantwortlich waren. Was sie beim ersten schon ganz gut hinbekommen haben, ist einfach so dieses, das Spielgefühl, das Kämpfen, Traversal,
Klettern, Ballern, Zielen. Das fühlt sich hier tatsächlich auch wieder ganz gut mit dem PS5-Pad an. Jetzt nochmal adaptive Trigger dazu gekommen. Natürlich das, was man von der PS5 her kennt. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächelt. Das heißt also, ich habe ein bisschen Widerstand beim Zielen. Wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, passiert sehr viel über Walk and Talk. Also ich will natürlich euch im besten Fall, oder wenn man selber spielt, will man natürlich auch die ganzen Dialoge in Ruhe erleben lassen. Also ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich jetzt in dieser Präsentation noch ein bisschen drüber quatsche. Aloy redet aber auch gerne häufig mit sich selbst. Muss man dann auch sagen. Aber nee, Guerilla Games hatten das mit dem Traversal schon ganz gut hinbekommen. Und das hat sich schon auf der PS4 sehr, sehr gut angefühlt, fand ich. Hier vor allem dadurch, dass ich es eben hier jetzt hier im Performance-Modus, zwei Grafikmodi, die ihr auswählen könnt. Oder sind es drei? Werden wir gleich nochmal gucken. Ich mache dich gleich rauf. Den 60 FPS wird das alles nochmal ein bisschen smoother von der Bewegung. Aber genießen wir mal die Cutscene hier. Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Oh. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Das Space Shuttle, das kaputte, auf die Schlangen fallen zu lassen. Oh, ich bin sehr gespannt. Ey, wenn sie was drauf haben, dann ist das eben spektakulär. Was mir auch hier auffällt nach Dying Light, ich will jetzt nicht so viele Vergleiche anstellen, aber es ist mein erster Fixpunkt, weil das so der erste große Open World AAA-Titel war sozusagen, der rausgekommen ist. Dieses Jahr so Dying Light 2. Gerade die deutsche Loka, ich weiß nicht, ob es dann am Skript liegt oder an den Regieanweisungen oder sowas, ne? Weil ich denke, gerade Voice Actor ist ja deren Profession. Wenn sie sagen, oh, die haben dann schlechte Voice Actor oder sowas dann dazu, weil das ist Quatsch dann meist. Aber auch hier die deutsche Synchro finde ich in Ordnung, ne? Kann man jeder natürlich nach der eigenen Präferenz mal schauen, ob es dann dazu passt. Let's get back. Haben wir denn noch irgendwo hier einen? Wobei, es ist sehr eng gelegt hier. Können wir vielleicht hier in Ruhe mal gucken. Aber ganz merkwürdig, also mit der deutschen Synchro bin ich bei Dying Light 2 überhaupt nicht warm geworden. Und hier ist es in Ordnung, aber vielleicht liegt es auch wirklich am Skript und am Directing sozusagen. Ne? Da muss einiges zusammenkommen. Wie tight sind eigentlich Cutscenes und Gespräche gemacht? Und bei Dying Light 2 fühlte sich das sehr, sehr hölzern teilweise an. Okay, da ist noch einer. Markieren. Und ja, wenn man die Wahl hat, ist es natürlich alles vollkommen in Ordnung. Ich meine, in den meisten Fällen sowas ist dann ja auch in der Urfassung mit dem Hauptaugenmerk auf die englische Synchro dann gelegt. Aber meistens, ich kann mich echt bei Sony Sachen nicht beschweren. Eine Sache, die ich hier vermisst habe übrigens, das war bei The Last of Us 2 zum Beispiel dran. Griechische Synchro. Na? Das ist natürlich jetzt etwas, selbst als Grieche würde ich wahrscheinlich kein komplettes Spiel damit zocken, aber es hat noch was Besonderes, wenn ich eben so ein AAA-Game in meiner Muttersprache höre, dass Leute da miteinander reden. Es hat schon was ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Es hat natürlich besser zu sowas wie God of War gepasst. Da hatte God of War Ascension zum Beispiel sehr, sehr viel davon profitiert, dass ich das auf Griechisch spielen kann, wenn du eh in Griechenland dann noch bist, von der Story her. Aber muss natürlich nicht bei jedem drin sein. Aber dafür haben die sehr, sehr viele andere Sprachen. Immerhin, da könnt ihr ja auch ausloten, ob euch dann, kann natürlich keine Aussagen über die spanische oder italienische Synchro oder so treffen. Aber Griechisch ist dann so ein Entweder-Oder. Mal ja, meist nein. So in den Fällen. Und ich hätte es mir zumindest hier auch nochmal gegeben, mal sehen, wie sich das anfühlt dafür. Weil es ist ein Endzeitabenteuer. Wir müssen ja nicht zwangsläufig Deutsch oder Englisch sprechen. Ja. Ich muss echt mal hier, wenn wir später mal ein bisschen auf die Grafiksachen eingehen, mit dem Raytracing schauen. Vielleicht sollte ich fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Wo hat er uns gesehen?
Okay. So. Ah, zu nah dran gelassen. Aber ich hab ihn gleich. Wenn man die Gegner analysiert übrigens, da sieht man die leuchtenden Parts bei denen, das sind, dann kann man sich schon denken, die Schwachstellen, die man natürlich auch am ehesten treffen sollte, um maximalen Schaden zu machen. Übrigens, diese roten Flächen, die ihr hier seht, das ist auch ein Teil der Story, das ist irgendwie eine Plage, die sich ausbreitet, gerade nach dem ersten Teil ist das, glaube ich, was Neues, was hier aufgetreten ist, wo wir, denke ich, im Ablauf der Story lösen müssen, woran es liegt. Interessant, genau das gleiche Element gab es bei Trails of Cold Steel, was ja im vierten Teil mein Game of the Year 2021 gewesen ist. War es beim dritten oder beim vierten? Oder ich glaube, beim vierten war das so auch so eine rote Plage, die sich ausbreitet, die auch eine storymäßige Relevanz hatte. Ich musste sehr stark daran denken, wo ich das jetzt hier gesehen habe. Aber ja, ich hatte über die Grafik kurz gesprochen. Also wir werden dann nochmal, wenn wir ein bisschen freieres Gebiet haben, so leicht auf die Grafikeigenheiten eingehen. Ich würde solche Sachen sowieso allgemein immer, also mittlerweile geben uns ja solche Games die Option, wirklich in einem Performance-Modus mit entweder Unlocked oder höherer Framerate, vielleicht sogar in Richtung 120 FPS, dann zu gehen, wenn der eigene Fernseher es unterstützt. Und das mache ich dann auch. Ich habe Uncharted The Lost Legacy jetzt das erste Mal komplett durchgespielt im PS5-Update. Warte mal, wo können wir denn? Können wir denn irgendwo hier hin? Um dich fallen zu lassen. Tippe vor dem Erreichen des Greifpunkts, um in die Luft zu springen. Ah, das. Okay, ich verstehe. Geschafft! Das wollten wir. Okay, alles klar. I get it. Und Uncharted Lost Legacy habe ich im 120 FPS-Modus gespielt, wo die Grafik dann, glaube ich, auf 1080p intern beschränkt gewesen ist und dann auf 4K hochskaliert hat. Aber, also, es ist tatsächlich wirklich schon nochmal ein Unterschied zwischen 60 und 120. Nicht, dass 60 dann auf einmal irgendwie ruckelig und spielbar wäre. Aber alleine was der Klarheit des Bildes, was weniger forcierten Motion Blur oder so angeht, ne, für Kameraschwenks und Bewegungen, das ist das, was, glaube ich, einem am ehesten im Blick bleibt. Kameraschwenks und Bewegungen, das ist das, was wirklich mit geringerer Framerate immer ein bisschen abgehakt aussieht. Und dadurch, dass uns modernere Spiele oft die Wahl geben, ich meine, ja, natürlich auch vollkommen legitim, dass Leute gerne auch auf, wenn denen das nicht so wichtig ist, auf 4K setzen und dann lieber sagen, okay, die Framerate 30 kann ich auch ganz gut, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch lieber stabile 30 als jetzt so flatternde zwischen 35 und 60 oder sowas. Aber hier ist ein Kabel. Warte mal. Sie greift sich auf jeden Fall wesentlich verlässlicher als der Typ von Dying Light 2 an solche Kabel hier ran. Aber Aloy konnte das allgemein sowieso ganz gut. Hier. Spricht ja nichts dagegen, aber solche Optionen, das ist cool, dass wir sowas mittlerweile haben. Anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. So können wir beides haben, ne? Dass die Spielhersteller sagen, okay, wir ballern es voll raus und uns ist wichtiger, dass die Screenshots in Anführungsstrichen gut ausschauen. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Noch mehr Maschinen? Na, okay, dann sind wir wieder bei einem Stealth-Part. Ach, da haben wir eine. Zum Glück auch durch das Ding hier. Aber wenigstens die Option lassen und ich kann dann trotz der grafischen Downgrades, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, wobei der Begriff schon sehr negativ behaftet ist. Mit, oh, sie haben es nicht irgendwie hinbekommen oder so, aber es wird ja bewusst auf grafische Effekte verzichtet oder sie werden reduziert. Wenn man, ja, sie läuft doch so langsam hier, aber es ist doch Stealth. Oh, wage ich zu viel. Das werden wir gleich sehen. Schnell in die ins hohe Gras. Okay, da hat er mich.
Kann ich ihn anvisieren? Zwei sind sogar. Okay, guckt er in meine Richtung hier. Aber nein, ich verzichte da gegebenenfalls auf Raytracing oder dass da eine mehr dynamische interne Auflösung ist, die dann vielleicht mal intern ein bisschen runtergeht und dann mit verschiedenen Verfahren auf 4K hochskaliert, sodass die Bildschärfe nicht die größte ist. Okay, ich hätte stiller Schlag machen können. Das war nicht cool. Okay, komm her. Na, wo bist du? Ah, und der andere auch. Okay, warte mal. Machen wir mal die Bomben. Oh, das ist nicht nett von dir. Aber er ist, glaube ich, zum Teil getroffen durch die Bombe. Okay, wir nehmen nochmal. Komm. Jetzt muss ich echt alles noch üben in Ruhe. Bin ich hier ungestört? Das ist wirklich schon lange her. Aber ja, man muss natürlich ein bisschen vorsichtiger spielen, wenn man das vernünftig stealth-mäßig machen möchte. Aber ja, ne, ich bin meist okay damit, dass man auf ein paar gewisse grafische Effekte verzichtet. Und wir müssen ja auch sagen, das war ja auch so ein Diskussionspunkt bei Horizon Forbidden West, dass es ja auch im Grunde eigentlich nur in Anführungsstrichen auch ein PS4-Titel ist, also kein exklusiver PS5-Titel, sodass dieses Spiel nicht die viel zitierten Vorteile der neuen Arbeitsspeicherumgebung haben kann, weil das wäre das herausragende Merkmal an PS5 und Xbox Series X und S, muss man auch sagen, natürlich in dem Maße, wobei die ein bisschen untermotorisiert ist, aber der neue Arbeitsspeicher in Kombination mit dem richtigen Speicher, also die SSD, die drin ist, die mit so schneller Geschwindigkeit ausgelesen werden kann, dass man damit auch wesentlich größere Levelareale und kaum Ladezeiten oder sowas drin hat. Das kann hier natürlich nicht ausgenutzt werden, weil das Spiel läuft ja auch noch auf einer PS4, aber die PS5 gibt schon einiges nochmal an Vorteilen, was Framerate, was gewisse Auflösungseinsparungen angeht. Wir lösen die Shuttle-Klammern und gucken mal, was jetzt passiert. Auf der anderen Seite sind andere Klammern, die ich lösen muss, ne? Verdammt, ich muss dann noch hochklettern und oben sie lösen. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Können wir, wenn wir oben sind? Wobei, vielleicht lass das mal jetzt machen. Den Turm. Weil hier haben wir es ja jetzt so ein bisschen freier. Also, um mal auf die Unterschiede zu machen, ich werde gleich mal auf den Qualitätsmodus wechseln. Das, was mir auffällt, hier maximal im Performance-Modus, dass also die Framerate in Richtung 60 hingeht. Ich sehe jetzt kein Tearing oder so groß, oder mir sind Schwankungen, fallen mir nicht kurz auf. Es ist so eine gewisse Körnigkeit, also jetzt nicht so ein Film-Grain, aber achtet mal auf die Haare von Aloy, ne? Dass sie, wenn das die YouTube-Kompression nicht zu sehr schluckt, ich versuche das auch mit einer recht hohen Bitrate ich auch zu nehmen, aber Aloys Haare oder hinten so die feineren Details. Es ist schon so eine Art Flimmern, habe ich den Eindruck, ist da, ne? Wenn man es jetzt hier in diesem Modus sich dann anschaut. Aber im Grunde, daran habe ich mich relativ schnell gewöhnt. Ansonsten Detailgrad und so weiter, andere Sachen doch recht hoch. Wir können natürlich jederzeit aber dann hier innerhalb der Grafik, genau, hier in den verschiedenen Modi hier reingehen. Übrigens nicht HDR, das kann man natürlich auch reinmachen für die Aufnahme hier nicht in HDR, aber das würde ich, wenn ich so spielen würde, ohne zu capturen, dann auch in HDR spielen, wenn es der Fernseher dann hergibt und das macht meiner zum Glück. Bevorzugt eine höhere Bildfrequenz bei niedrigerer Wiedergabegenauigkeit. Was auch immer Sie damit genau sagen wollen, wahrscheinlich, dass die Details dann reduziert werden und man wohl nicht Raytracing hat. Wenn wir hier auf Auflösung, hier Leistung und Auflösung sind die beiden Sachen, bevorzugt eine höhere Wiedergabegenauigkeit bei einer niedrigen Bildfrequenz.
bedeutet dann wohl mehr Details mit 30 FPS. Ich hätte gerne mal eine konkretere Detailaufschlüsselung gehabt, weil hier steht weder was von Raytracing mit besseren Spiegelungen und Schatteneffekten und so weiter oder korrekten Spiegelungen. Das muss man so ein bisschen selbst ausloten. Es sieht als Standbild natürlich ganz gut aus, aber da seht ihr vielleicht das, was ich so ein bisschen meine, wenn man wieder auf 30 FPS zurückgeht. So Kameraschwenks, ne? Es wirkt vergleichsweise recht abgehackt. Ne? Also wenn man auf schneller hingeht, kommt natürlich noch das Motion Blur dazu. Das gewisse Flimmern ist übrigens auch noch drin, aber ich würde sagen, nicht ganz so stark. Das ist rein subjektiver Eindruck natürlich jetzt. Ich verweise immer wie immer gerne auf die Kollegen von Digital Foundry, die da auch sehr große Vergleichsvideos bereits jetzt schon am Start haben. Mit auch den PS4-Versionen und PS4 Pro und so weiter. Da gibt es tatsächlich auch dann nochmal Unterschiede. Es ist nicht einfach nur eine PS4-Version, die hier auf der PS5 läuft. Aber Schwenks und sowas, da muss ich mich echt wieder dran gewöhnen, dass das so hakelig ausschaut. Ne? Also es dauert seine Zeit, bis ich wieder mit 30 FPS d'accord bin. Aber wir benutzen mal den Auflösungsmodus jetzt hier, um mal die nächste Passage zu machen. Es fühlt sich auch träge an vom Spielen. Hey, ey. Okay, also. Nicht, dass mich das zu sehr ablenkt. Ich glaube, wir sollten vielleicht hier hochklettern können, oder? Kannst du da hoch? Nein. Da habe ich mich geirrt. Haben wir hierhin was? Also, hier haben wir das aktiviert. Ich verstehe. Und dann ist das runtergekommen. Alles klar. Dann müssen wir nicht von da aus hochspringen. Aber ja, ey, auch, wie vorhin schon gesagt, nichts gegen die Leute, die gerne das hier bevorzugen. Aber ich werde immer wohl... Ah ja, da. Alles gut, Balken runterziehen. Ich werde immer Framerate gegenüber Auflösung und ein bisschen mehr Details bevorzugen. Also, wenn man solche Sachen hier sieht, kann man... Warte mal, ich stelle mal wieder auf den Bogen um. Dieser Greifhaken, wenn man anvisiert und dann Dreieck drückt, dann wechselt sie auf den Greifhaken und ich kann dann R2 gedrückt halten, dass sie sich daran heftet und dann können wir zum Beispiel ziehen. Durchaus kräftig, Aloy. Kann ich zugeben. Können wir den Aufzug richtig benutzen? Ah, da können wir hoch, okay. Das hilft. Zum Glück haben wir auch die Hilfslinien durch den Fokus, den sie trägt. Das ist das kleine Dreiecksgerät, was wir in ihrem... Was ist auf der Seite? Da. Das kleine Dreieck über ihrem Ohr. Gibt ja ein bisschen so Augmented Reality, wenn ihr mit dem Universum nicht vertraut seid. Also, dass da tatsächlich Einblendungen auf dem Schirm auch für Aloy physisch auftauchen. Und ich bin zu früh gehopst. Da war ich zu optimistisch, muss ich sagen. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gewöhnt an die 30 FPS. Also, dass sie mich noch nicht sofort wieder raushaut. Es geht schneller, als ich meistens denke. Ich denke, oh, werde ich das überhaupt jetzt hier wieder so spielen können? Aber ich sehe mich trotzdem so wieder nach den 60 FPS zurück. Da wollten wir hin. Okay, müssen wir das mit Laufen machen? Nur vernünftig springen, ja. Die Timings sind wieder ungewohnt für mich. Dying Light 2 ist ja auch ein sehr kletterlastiges, parkourmäßiges Game gewesen, aber alles aus der Ego-Perspektive und hat einen ganz eigenen Rhythmus und andere Hilfestellungen gehabt. Das ist in gewisser anderer Art verzeihlich, weil hier muss ich natürlich Abstände wieder komplett anders einschätzen. Gut, ich muss die Kabel schnell trennen. Wundert mich übrigens, also ich sag das mal aus persönlicher Seite dann aus, ich selber habe ziemlich kräftige Höhenangst. Bin ich von hier gekommen? Nee, noch nicht. Hier habe ich die falsche Vorausrüste. Im echten Leben habe ich echt Höhenangst bei solchen Sachen, ja? Und da wird mir schon ein bisschen schummrig, wenn ich auf so hohen Stellen bin. In Games habe ich zum Glück dieses Problem nicht. Und die ganzen hohen Bauten, die ich bei Dying Light 2 beklettern musste, hui, ne? Also im echten Leben hätte mir das tatsächlich ordentlich Muffensausen gegeben. Zum Glück hier ist es eher ein spielspaßförderndes Element. Ah, guck mal, ja genau, der Griff hier unten, das ist einer für die, ein Greifpunkt für die Struktur, das heißt, ich muss springen und dann, zum Glück kann man das direkt mit einem Doppelklick auf X machen. Uah, das war nicht cool. Kann ich das von hier machen? Nee, okay, ich dachte gerade, ich kann das, oh Gott, ich kann das geil demonstrieren. Konnte ich aber nicht. Probieren wir dann gleich nochmal. Ein Greifpunkt dran. Ich habe aber zum Glück kein Problem damit innerhalb der Spiele, habe ich gemerkt. Und das ist
was durchaus sehr positiv ist. Denn sonst könnte ich diese Games gar nicht zocken. Was ist denn das? Okay, jetzt habe ich sie umgenietet. Das ist doch ein Greifpunkt, in dem ich eigentlich normalerweise mit dem Greifhaken da dran sollte. Ladezeiten zum Glück vergleichsweise kurz. Oh, da kommt wieder eine Erinnerung hoch. Ladezeiten waren vergleichsweise lang. Jetzt mache ich das hier wieder. Ladezeiten waren vergleichsweise lang im Original auf der PS4, aber da hatte ich auch nur eine Standardfestplatte drin in der PS4. Es war, glaube ich, sogar nur eine, die standardmäßig eingebaut war mit 5400 Umdrehungen. Oder wie viel das ist? Also eine physische mit Lesekopfplatte. Und hier ist natürlich der SSD-Speicher drin. Das ist der Vorteil übrigens auch noch, wenn du einen PS4-Titel von sowas laufen lässt. Ist zwar nicht das Optimierte eines nur PS5-Titels drauf, aber der ist ja auch ausgelegt, auf langsamen Platten dann zu laufen. Das soll man ja auf einer normalen PS4 zocken, ohne sich tot zu warten. Kann jetzt nicht den Vergleich natürlich anstellen, wie hoch die Ladezeiten von dem Forbidden West bei einer PS4 in der Standard wären, aber ich weiß, im Original war das wesentlich länger und es ging so in den Bereich von 30, 40 Sekunden gelegentlich mal. Also ich hab schon ordentlich warten müssen damals und hier waren es jetzt ein paar Sekunden. So, lass mich hier nochmal analysieren. Also, da ist ein Greifpunkt. Kann aus der Entfernung per wo... Genau, freiliegende Struktur und dann müsste ich mich da hochwuchten können. Muss ich das... Oh, warte mal. Muss ich das markieren oder will sie... Ach, ich soll das zuerst machen. Ja, okay. Mal gucken. Kern ist anfällig für Geschosse. Alright. Ja, okay. Da bin ich zu früh gewesen. Dann müssen wir das hier machen. Eins weniger. Ah. Deshalb war es noch gar nicht freigeschaltet. Jetzt sehe ich den Punkt hier. Und jetzt kann ich den hier machen, nämlich das, was ich vorhin machen wollte. Hat man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Wahl recht. So. Kein Zurück mehr. Ich empfehle euch übrigens auch, wenn ich jetzt hier kein großes Video dazu gemacht habe, aber wenn ihr noch Lost Legacy, das Uncharted Spin-off habt mit Chloe in der Hauptrolle, das ist eigentlich ziemlich cool, gerade im PS5-Upgrade, wenn ihr die Gelegenheit habt. Weil da nicht nur bis zu die 120 FPS möglich sind, wenn das euer Fernseher hergibt, sondern es ist tatsächlich als Spin-off auch mit einer vernünftigen Länge ausgestattet. Ich glaube, ich habe 6,5 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Es wirkt wie so ein bisschen Best-of von Uncharted Games, die dann nicht zu lange dauern. Also ihr braucht jetzt nicht 20 Stunden drin verbringen und klein-klein machen. Und dadurch, dass wir Chloe in der Hauptrolle haben, ist natürlich charakterlich komplett anders als das, was ich gleich jetzt hier sagen werde. Aber dadurch, dass wir eine Frau, die sehr viel Klettereinlagen hat, mit dem Zopf dann als Protagonistin haben und du teilweise in sehr denklastigen Kerkern unterwegs bist und Dungeons und so weiter, ein Tomb Raider-Gefühl. Ne? Nicht, dass Chloe und Lara Croft gleich vom Charakter her sind, aber es lässt sich so eine coole kleine Tomb Raider-Stimmung inklusive einem Open-World-Part da ein. Und das sieht als PS4-Spiel auf PS5 Kavums. Ganz lecker aus. Oh oh. Also sie hat Scheiße gesagt, aber in der... Im Text standen, oh Mist, Mist. Spektakulärer Shit, ey. Bossfight. Okay, dafür machen wir aber wieder in den Leistungsmodus. Oh. Ich muss das Ding erledigen und zum Rechnen
Zentrum zu kommen. So, lass mal gucken, ob ich was scannen kann. Schwach gegen Eis. Ich habe nur Eis im Moment. Stark gegen Wind und Elektro. Okay. Das Problem wegen hat er aber nicht, oder? Der Sack ist voller Säure. Der Sack da. Ah, da unter seinem. Okay, dann guck ich erstmal hier. Ja, vielleicht ist das nicht die ganz richtige Taktik jetzt hier. Aber eigentlich. Das ist doch der Sack, ne? Okay, that's not good. Dann sollten wir das mal. Dann versuche ich mal. Können wir mehr Frostbomben herstellen? Okay. So. So, gehen wir auf den Sack. Ui. Der Sack. Ui, 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 ui. Gib mal wieder die. Oh, ich soll mal ein paar Metalle herstellen. Ah. So. Auf das Säckel. Okay, ich muss überhaupt erstmal ausholen, was sind meine Invincibility Frames und was nicht. Heilung. War das der Kanister, auf den ich zielen sollte? Da sehe ich doch das Schwänzel. Oh Gott, fast schon ein bisschen Skorpion-Style hier. Wie fliegt das Ding denn überhaupt? Skorpion, ey. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Ja, ich glaube, ich habe meine Frostmunition. Aber ich habe noch, ne? Okay, Oh, heil dich. Jetzt habe ich aber, glaube ich, keine mehr, oder? Nee, doch. Ein Glück, habe ich genug gesammelt. Okay. Okay, ich glaube, das war's, oder? Jawohl. Endlich. Und bitte looten. Wir wollen natürlich unsere Fertigkeitspunkte ausgeben. Ja, das stimmt, ne? Ich überspringe das Tutorial. Ich glaube, es war jetzt nach Fertigkeitenbaum, konnten wir jeweils einzelne. Weil das Skilltree ist ein bisschen anders als vorher, ne? Lass mal kurz gucken, als was will ich denn zuerst? Okay, ja, Fallen. Fallen habe ich kaum benutzt bis jetzt hier. Das würde ich tatsächlich. Ich würde gerne mit meiner Tarnung ein bisschen armer. Stiller Schlag. Habe ich. Habe ich schon gelernt, oder? Das kann ich auch machen. V
vorherige Fähigkeit lernen. Fähigkeit gesperrt. Kann ich die denn nicht lernen? Hier, guck mal, da leuchtet das ja hier, ne? Fähigkeit gesperrt. Muss ich denn lieber doch was anderes? Hätte ich das Tutorial mal nicht überspringen sollen. Ich drücke auf X und da passiert nichts. Habe ich denn irgendetwas, was hier an ist? Zum Freischalten der Geschichte weitermachen. Ich hätte gerne eigentlich in Stealth erstmal investiert. Das ist der Standard, den habe ich schon, ne? Ach nee, habe ich noch nicht. Oh, okay. Jetzt habe ich es gelernt, ich verstehe. Okay, das schien mir so, als ob ich, okay, wenn es weiß ist, das heißt, dann kann ich X gedrückt halten. Das habe ich doch, und das hätte ich alles schneller machen können, wenn ich das Tutorial gelesen hätte. Hier. Aber ich glaube, wir haben auch einen guten Ausstiegspunkt erreicht. Das sollte nämlich ein kurzer Eindruck jetzt hier sein. Ich habe jetzt auf einmal jetzt wirklich wieder wirklich Bock bekommen. Allerdings, es wird wohl so ein bisschen davon abhängen, was ich gern für euch machen würde, wäre natürlich so ein, nach Möglichkeit ein Review zu Elden Ring fertig haben. Aber das würde bedeuten, falls ich Elden Ring tatsächlich vorab haben kann, ne? Also Review-technisch schon mir das Spiel an diesem Wochenende oder so anschauen kann, dass ich in Ruhe spielen kann, capturen kann, die Welt auf mich atmen lasse oder so und dass ich dann vernünftig zum Launch euch ein Review präsentieren kann. Dann würde ich, glaube ich, Elden Ring bevorzugen. Oh, was ist denn das hier? Das ist ja interessant. Das ist wie so eine Spulensprenger. Okay. Was ist hier da? Say hello to my little friend. Würde ich das wahrscheinlich so machen, aber eventuell wird Elden Ring drunter leiden müssen. Und ich spiele das jetzt am Wochenende volle Pulle. Na, ich bezweifle, dass ein Wochenende reicht. Selbst wenn man viel Zeit zum Spielen investieren kann. Um Horizon Forbidden West gerecht zu werden. Vor allem, wenn man mal in Ruhe auf die Open World gehen will. Und ich habe ja auch einige Wochen für Dying Light 2 gebraucht. Aber, das jetzt durchballern, bevor Elden Ring kommt. Ich habe nochmal eine spezielle Situation. Ich würde euch echt sagen, wenn euch dieses Spiel anmacht, dann sollte man das vielleicht nicht so sehen, oh, es muss unbedingt abgeschlossen sein, bevor Elden Ring da ist und das tatsächlich eine Option für euch ist. Eventuell wäre es jetzt was, wenn ihr richtig im Flow seid. Und klar, Elden Ring, da warten alle gefühlt drauf. Allerdings eine Woche später mit Elden Ring starten, wenn man volle Pulle in Horizon drin ist, ist ja auch nicht unbedingt so schade. Es muss ja nicht immer der öffentliche Diskurs sein, wenn man nicht gerade in der Berichterstattung unterwegs ist wie ich, ne, und dann Leute direkt zum Launch gerne was über die Games wissen wollen, damit man selber auch als jemand, der die Spiele spielt und dann bewertet und beurteilt und euch präsentiert, dann auch was sagen kann. Rein von der spielerischen Seite aus her, wenn ich merke, dass Elden Ring dann, dass ich zum Launch bekomme und merke dann, scheiße, ich bin jetzt volle Pulle in Horizon drin, ich glaube, ich würde es nicht übers Knie brechen und dann auf jeden Fall hier wegballern oder groß liegen lassen und dann in Elden Ring rein, weil ich würde mich schon gerne auf eins konzentrieren würden. Na, ich würde es nicht durchballern. Ich würde es nicht durchballern vorher. Ich würde spielen, so viel ich Bock habe und dann eventuell sogar Elden Ring den Nachzug dann geben. Aber wie ihr es auch immer seht, das könnt ihr gerne reinschreiben in die Comments. Das sollte es für heute gewesen sein. Wenn ihr spielt selber, habt viel Spaß darin. Wir haben uns die verschiedenen Grafikmodi mal angeschaut. Geht gerne auf Kollegen, die Seiten von Kollegen wie dann Digital Foundry dann einmal drauf, um mal zu ermitteln, ob denn, wenn ihr eine PS4 dann habt, wie da die technische Umsetzung ist. Ich schätze, dass sie nicht viel schlechter ist, aber natürlich mit Abstrichen gegenüber der PS5-Fassung hier. Und checkt aus, es sieht für mich auf jeden Fall wie ein schönes Sequel aus, mit sehr viel Bedacht da drin und so viel Spaß ich an Horizon Zero Dawn hatte. Ich glaube, der wird sich auch mit Forbidden West einstellen und ich bin auch gespannt, wo die Story hingeht, weil die war ja auch ganz cool gewesen. Ansonsten hier gerne auf dem Kanal vorbeischauen, hoffentlich, je nachdem, bald mit Elden Ring, Eindrücken, Berichterstattung, Gameplay und so weiter vom finalen Ding, wenn es dann draußen ist.
Und auch gegebenenfalls noch mal ein bisschen mehr Reviews und anderen Sachen, die ich in Vorbereitung habe, die ich jetzt noch nicht spoilern will, inklusive einem großen Special, was demnächst kommt. Wenn ihr es noch nicht macht, gerne unterstützen, patreon.com/rpghaven oder steadyhaku.com/rpghaven. Wenn ihr es schon macht, sage ich danke und ich sage tschüss. Bis dann, meine Freunde. Klackeli-klack.